Das Yin-Yang-Podcastchen. Eine Frage. Eine Antwort. Ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge vom Yin-Yang-Podcastchen. Hier auf der deutschen Seite, nenne ich es mal, ich, der Robert, und auf der thailändischen Seite begrüße ich Martin. Hallo Martin. Hi, na? Alles frisch? Alles frisch soweit, bei dir ja heute nicht ganz so. Ja, warm, aber ich sitze hier auf der Terrasse und lass mal die Vögelchen ein bisschen Hintergrundmusik spielen. Sehr, sehr schön. Du hast eine Frage. Nee, ich habe eine Frage. Nee, du hast eine Frage. Wer hat hier welche Frage? Jetzt haben wir uns selbst verwirrt. Ich habe eine Frage. Du hast eine Frage, Martin. Du darfst jetzt die Frage stellen, genau, die ich jetzt als erstes beantworten darf. Genau. Genau. Und zwar frage ich dich das auch, weil das vielleicht andere interessieren könnte oder die sich selbst das fragen können. Mhm. Was ist denn der Sinn, den du deinem Leben gibst und wann hast du dazu gefunden? Ich finde die Frage schon grundsätzlich sehr interessant, wie du sie stellst, was ich meinem Leben für einen Sinn gebe, weil das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, den ja viele vielleicht suchen oder schon gefunden haben, oder die, die suchen, suchen halt vielleicht deswegen, weil die Antwort im Außen gesucht wird und nicht im Innen liegt, weil wir selber geben uns einen Sinn für das Leben. Es gibt sonst keinen Sinn im Leben, so glaube ich zumindest. Ich glaube, wir dürfen selber unserem Leben einen Sinn geben und das ist dann der Sinn des Lebens. Das nur kurz zum Einleiten. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, der Sinn des Lebens ist auch so ein bisschen Thema Seelenaufgabe, könnte man in meiner Ansicht gleichsetzen. Ich glaube, das darf sich auch verändern, aber so, was ich in den letzten Jahren für mich festgestellt habe, was ich meinem Leben für einen Sinn gebe und wo ich permanent mehr oder weniger dran arbeite, ist erstens mal mich selber zum Aufblühen zu bringen, also all das, was in mir vielleicht steckt und schlummert, irgendwie zu versuchen, nach außen zu bringen, mit dem Hintergrund, anderen Leuten genau dabei auch zu helfen, aufzublühen und ihr volles Potenzial zu leben, also diese ganzen Muster und Konditionierungen, die wir über die Jahre uns angesammelt haben, einfach mal wegzukriegen oder damit zu leben, die zu verstehen und diese Wunden, die da auch entstanden sind in der Vergangenheit, zu lösen, zu heilen, um wirklich sein Potenzial, wir haben ja alle riesiges Potenzial, ich glaube, viele haben überhaupt gar keine Vorstellung, was für Potenziale in ihnen schlummern und ich vielleicht von mir selbst auch noch gar nicht, obwohl ich schon eine gewisse Vorstellung habe, was für Potenzial schlummert. Und das ist etwas, was ich mir so auf die Fahnen geschrieben habe. Ich versuche mit allen Leuten, selbst wenn ich, also sowohl im Coaching, da ganz besonders ist das eine wichtige Sache, aber selbst wenn ich so als normaler Robert unterwegs bin, das ist immer schwer zu trennen, weil irgendwie merke ich, ist das so eine Lebensaufgabe für mich. Ich gucke immer, was können Leute, was machen die, was haben die so für Themen, wo beschränken die sich selbst, wo stehen die sich selber im Weg? Und das macht mir eine Riesenfreude, da Menschen so ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man sich ja verändern kann und dass man ja viel mehr ist, als man oft von sich selber denkt. Und von außen ist es auch viel einfacher oft zu sehen. Also ich habe da oft eine Klarheit, die kommt von irgendwoher. Eine Freundin hat mal gesagt, dein Name Klar kommt nicht von ungefähr. Und das ist, was ich sehr, sehr gerne mache und was für mich der Sinn des Lebens ist, im Hintergrund zu sagen, ich finde diese Welt, wie sie augenblicklich ist, einen wunderschönen Ort, nur leider machen wir nichts daraus. Wir haben viele Probleme, die aktuell bestehen und ich glaube, wenn jeder bereit ist, bei sich selber anzufangen, seine Potenziale zu heben und sich selber zu leben, dass wir diese Welt zu einem ganz, ganz anderen Ort noch machen können, von dem wir uns gar nicht, also ich versuche mir das immer auszumalen, wie das wohl aussehen könnte und dann merke ich immer, okay, so weit reicht mein Horizont gar nicht, dass ich mir das ausmalen kann, aber ich stelle es mir einfach wundervoll vor. Das ist so, was ich als Sinn des Lebens für mich, was ich meinem Leben momentan als Sinn gebe. Und darauf gekommen, glaube ich, bin ich über die Jahre. Das hat sich so entwickelt, dadurch, dass ich angefangen hatte, mich politisch intensiv zu interessieren und viele Dinge verstanden habe. Dann irgendwann spirituelle Themen, Coaching kam irgendwann in mein Leben rein. Das war vor, ja, inzwischen auch bald 10 Jahren, dass ich dann den Impuls hatte und irgendwann gedacht habe, ey, Coaching ist geil, das will ich auch machen.
Und ja, so hat sich das bis heute entwickelt. Und gerade, das ist eine spannende Frage, weil das für mich in den letzten Wochen und vielleicht Monaten, aber vor allem in den letzten Wochen noch mal viel, viel intensiver für mich rausgekommen ist, was ich eigentlich übelst gern mache, was ich als Sinn für mein Leben sehe und worin ich auch gut bin, Menschen zu helfen. Also ich unterstütze total gerne Menschen aufzublühen und freue mich. Ich sehe das total gerne, wenn ich Menschen sehe, wo ich merke, okay, da ist was hängen geblieben von dem, was ich erzählt habe und jetzt gehen die ihren Weg und ich denke mir, wie geil für die, weil ich weiß, wie geil sich das anfühlt und was das für einen Mehrwert für uns alle am Ende bietet. Ja, so würde ich die Frage beantworten. Und Nice. gebe natürlich gerne, weil ich bin jetzt ganz gespannt, was du dazu sagst, wie du die Frage beantwortest, die Frage, Ja. welchen Sinn gibst du deinem, oder wolltest du noch was kurz dazwischen fragen? Nein. Nein, nein, ich habe schon gegrinst, weil ich im Grunde dasselbe für mich herausgefunden habe. Also mit anderen Worten, aber im Grunde geht es auch darum, ich mache für mich die Erfahrungen, das ist ja dieses Aufblühen, was du gesagt hast. Erstmal versuche ich mich von innen zu stärken, zu verstehen, ja, mich verstehen und dann anderen helfen mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist eigentlich genau das, was du, glaube ich, auch beschrieben hast. Das Ding ist, wir benutzen andere Wörter, um dasselbe zu beschreiben und wir machen es aber auch auf unterschiedliche Weise. Und trotzdem ist dieser Kern ja wahrscheinlich so ein bisschen dasselbe. Ich frage mich halt nur, ob das jetzt vielleicht bei allen Menschen am Ende so der Sinn sein könnte. Oder also, ob ich einfach nur einige Menschen treffe, die auch in dieselbe Richtung gehen. Kann auch sein. Ich müsste diese Frage einfach öfter mal in irgendwelche Gruppen oder mit Freunden besprechen. Nur mal so am Wäre Rande. sehr interessant. Das Weil werde ich ich mir auch gerade mal keine Ahnung davon ja, habe, angewöhnen. was andere so für einen Sinn des Lebens haben. Deswegen kann ich da gar nicht so viel hinzufügen. Denn ganz kurz würde ich Ich nur sagen, viele denke. Leute haben darüber noch gar nicht nachgedacht. Die suchen vielleicht eher, die haben noch gar nicht darüber nachgedacht, welchen Sinn gebe ich denn meinem Leben, könnte ich mir vorstellen. Das Ja. nur kurz als Ja, ein weil Einwurf. es eben auch so. Es hat ja auch sehr viel mit Verantwortung zu tun, den eigenen Sinn halt zu geben. Es ist ja nicht finden, sondern geben. Ich entscheide mich bewusst dafür, weil ich merke, da ist es der Weg, wo ich mich am besten fühle. Und das erstmal rauszufinden, dauert ja schon eine Weile. Deshalb ist es ja eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, das eben zu finden. Ich denke, für mich ist dieser Weg, kann auch das Coaching sein, es kann das Yoga sein. Es können in meinen Augen sehr viele Dinge sein, wo ich meine Erfahrungen sammle und die dann weitergebe. Das habe ich noch nicht so klar raus, aber ich denke, dass ich gerade sehr gut dabei bin, Erfahrungen zu machen und erstmal einfach nur zu wissen, wie was funktioniert und was nicht. Und ich denke, manchmal kommt es auch schon vor, dass ich Leuten eben was mitgeben kann und da auch eine tolle Rückmeldung kriege. Ich denke, ganz interessant ist, wie ich darauf gekommen bin. Zumindest das erste bewusste Mal so, dass ich darüber nachgedacht habe, war durch das Buch Big Five for Life von dem Autor vom das Café am Rande der Welt. Der hat auch Big Five for Life geschrieben. Ist ein super krasses Buch, John um sich Strelecki, damit ne? auseinanderzusetzen. Ja, Ja. genau. Und der beschreibt es wundervoll mit einer tollen Geschichte, mit Unternehmern. Also auch wenn man sein eigenes Business hat, macht das super viel Sinn, sich das durchzulesen. Und da geht es halt um fünf Ziele, die man sich in seinem Leben stecken kann. Die müssen oder die haben aber damit zu tun, dass man wissen muss, was ist der Zweck meiner Existenz, der ZDE, Zweck der Existenz. Also im Grunde der Sinn meines Lebens. Und daraufhin kann man halt fünf Ziele verknüpfen, die alle damit zu tun haben. Die habe ich auch für mich dann nach diesem Buch formuliert und sind auch eigentlich bis heute noch aktuell. Das finde ich ganz cool. Und er meinte halt, je mehr Ziele man davon halt in seinem Leben erreicht, desto erfolgreicher ist sozusagen diese Jagd, die man theoretisch in Afrika macht, um diese fünf besonderen Wildtiere halt zu Ja, fotografieren. stimmt. Das sind dann halt die Big Five. Ja. Und die Big Five for Life sind halt die großen Ziele, die man auf seinem Weg des Seins halt erreichen kann. Das fand ich super inspirierend. Und auch ein empfehlenswertes Buch auf jeden Fall. Also, das hat schon einiges bei mir verändert. Cool. Gibst uns hier gleich noch einen Ja. Buchtipp mit? Genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ich was empfehle, dann kommt es immer so von Herzen, dass viele dann, du weißt es ja, ich habe dir auch schon mal ein Buch empfohlen Ja. und du warst auch super begeistert Ja. davon. Wenn ich was empfehle, dann ist das meistens ein sehr
guter Tipp, so als kleiner Wink mit dem Zaun. Unterschreibe ich auch, ja? Als zusätzlichen Wink mit der Zaunlatte. Sehr gut, schön. Dann winken wir beide mit der Zaunlatte und sagen eigentlich auch im Grunde schon Tschüss und bis zum nächsten Mal. Da, oder hast ich würde du noch kurz, ja, ich habe eine ja. Frage noch dazu, weil du fotografierst ja auch, bist ja meiner Meinung nach auch leidenschaftlicher Fotograf und auch, ich glaube, auch das hat irgendwas auch mit Aufblühen zu tun, weil wie du Menschen in Szene setzen kannst, ich durfte ja selber schon mit dir 2-3 Fotoshootings machen. Würdest du das Thema auch da mit reinbringen für dich irgendwie, oder? Ja, das Krasseste wäre im Grunde eine Arbeit mit all den Dingen zusammen, die ich so mache. Also die Fotografie mit Yoga und dann mit dem Coaching zu verbinden, fände ich super krass. Aber da habe ich eben gesagt, noch kein festes Bild. Mhm. Aber ich glaube, dass ich all die Dinge mache, um daraus irgendwann was zu formen, was es so noch nicht gibt. Und deswegen habe ich da vielleicht noch keine richtige Vorstellung von. Ja, kleiner Insight-Reinschau so ist, dass ich einmal überlegt habe, ob ich zum Beispiel Yoga-Menschen fotografiere, weil man die Fotos sehr gut nutzen kann, um eben die Posen zu verbessern, dass die Leute sich selbst sehen in einem festen Moment. Oder zum Beispiel auch Yoga-Lehrer vorstelle, indem ich eine große Datenbank erschaffe, in der ich denen mit Fotos und Videos eben alle vorstelle, immer auf dieselbe Art und Weise. Also ich habe schon Ideen, die in die Richtung gehen, aber es ist halt noch nichts richtig fest, so dass ich sage, ey, das mache ich dann nächstes Jahr, ist auf der Liste oder so. Aber es geht schon so kreativ in die Richtung. Ja, cool. Ja. Okay, danke dafür noch, dass ich die Zwischenfrage stellen durfte. Klar, ich winke immer noch, ich habe immer noch den Soundfall in der Hand. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören von mir. Auf jeden Fall genieße ich jetzt hier noch ein bisschen das schöne Wetter und verabschiede mich. Tschüssi. Jo, da schließe ich mich an und danke fürs Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dir die Zeit nehmen magst, vielleicht ein kleines Kommentar zu dieser Folge zu schreiben, ob dir das gefallen hat, was dein Sinn des Lebens ist, den du dir selber gibst, würde uns auch sehr interessieren. Und natürlich freuen wir uns auch über jedes Like und jegliche andere Rückmeldung. Das nochmal an der Stelle. Vielen Dank und dir auch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao. Ciao. Das war das Yin Yang Podcastchen. Eine Frage. Eine Antwort.